Keine Ahnung. Ohne Ständer, genau. Genau, nach dem ganzen Gesinge gibt es eine kleine Geschichte. Wir reden heute mal nur. Und zwar möchte ich euch die Geschichte von Barbara erzählen. Barbara macht wundervollen Rhabarberkuchen. Und weil sie diesen Rhabarberkuchen machte, nannte man sie landläufig Rhabarberbaba. Irgendwann merkte sie, dass sie mit dieser Rhabarberkuchengeschichte gutes Geld verdienen konnte. Also machte sie die Rhabarberbaba-Bar auf. Die Stammkunden dieser Bar waren Barbaren. Man nannte sie die Rhabarberbaba-Baren. Und auch diese Barbaren waren für etwas sehr berühmt, und zwar für ihre Bärte. Die Rhabarberbaba-Barenbärte. Und im ganzen Land gab es nur ein einziger Barbier, der diese Bärte stutzen konnte. Den nannte man den Rhabarberbaba-Barenbart-Barbier. Jeder welcher ein Lieblingsbier hatte, das, ihr könnt es ahnen, heißt Rhabarberbaba-Barenbart-Barbier-Bier. Dieses Bier gab es nur in der Rhabarberbaba-Barenbart-Barbier-Bier-Bierbar. Und wenn ihr eines von diesen Bieren mal probieren möchtet, dann geht ihr in die Rhabarberbaba-Barenbart-Barbier-Bier. Ihr Bar und bestellt es bei der Rhabarber, Barbara Bar, Rhabarenbart, Barbier, Bierbar Bärbel. Dankeschön!